So. Machen wir das dahin. Stock brauchen wir nicht. Wir brauchen den hier. Ach, das geht ja nicht. Ach, Mist. Habe ich ja ganz vergessen. Das sieht hier doof aus. Müssen wir das mal wegreißen. Und dann machen wir das mit normalen Brettern. Na, da soll es eigentlich nicht hin. Da solltest du nicht hin. So sollst du eigentlich hin. So soll es da hin. Klatsch, klatsch. Klatsch. So, so. Och, das geht sogar noch. Da können wir es hier schön auf die Ecke. Nee, das wäre zu niedrig. Na komm, wir gehen erstmal wieder ins Bett, bevor wir hier noch gesprengt werden. Ja, siehste, gesprengt werden. Da kommt doch schon der erste Bimbo um die Ecke hier. Kackvogel. Hätte jetzt nur ein Creeper sein müssen, da wäre die Messe gelesen. Hau ab. Gib doch noch mein Schwert auf. Oh! Gucken wir mal zu, wie die da draußen vor der Tür rumlungern. So. Oh, falsche Taste. Brenn, du Sau. Ja. Luftpump. Da hinten steht ein Zombie, der brennt gar nicht. Ach, der verschwindet einfach so. Von mir aus, Hauptsache weg. Weg ist weg. Die Spinne, die entsorgen wir jetzt nochmal schnell. Spinny! Oh, sind mir zu viele Spinnen. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf jetzt. Ach, auf den Zaun kommen wir nicht hoch. Logisch. So, so. Könnte doch, das könnte die richtige Höhe sein. Oder setze ich die nach außen? Oder hier so hin? Fragen über Fragen. Weil hier sind sie so dicht beieinander dann. Ah doch, ich denke mal, hier könnte es besser aussehen, so. Da haben wir den Steg ein bisschen beleuchtet, unsere Tiere haben auch noch ein bisschen Licht. Jupp, das machen wir. Nur hier ist jetzt die Sache, was machen wir hier? Eigentlich müssten wir ja hier auf Wasserhöhe ungefähr kommen. Ah, das kann ich ja nicht mal mehr drauf hüppen. Ich vergaß, da komme ich ja gar nicht drauf. Ach, reißen wir das nochmal alles weg hier.
versuchen wir unser Glück nochmal. Das sah schon mal ganz gut aus. Ja, das passt. Eins, zwei, drei. Ah, weg ist er. Na gut, dann ist er halt weg. Und dann muss... wo sind wir denn hier? Da. Da muss der da drunter. Dann kommt der da hin und dann passt das. Ne, das passt. Hier, die teuersten Stufen nehmen wir aber mit hier. Die sind mir doch ein bisschen zu teuer. Die kosten uns zu viel, als dass wir sie jetzt einfach da ohne vergammeln lassen. So, dann machen wir hier... Ach, da nicht. Aber hier so hin. So, da haben wir jetzt hier so eine kleine Andockstation. Wo wir dann hier an der Seite... Geht das so? Dann können wir hier eigentlich direkt so ein... Ne? So ein Klack halt hier. Setzen wir ein Bötchen hin. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Mensch. Was fehlt uns jetzt noch? Es fehlt uns jetzt eigentlich nur so ein bisschen was von der Glowstone. Der Hammer, der unten... Weiß ich gar nicht, wie viel brauchen wir denn? Zwei Stück. Tada! Schon haben wir den Glowstone parat. Und ein Bötchen. Ein Bötchen wollte ich doch noch. Für Bötchen habe ich aber wohl nicht mehr genug Holz da, ne? Ne, eine Schüssel brauche ich nicht. Kann man die nicht wieder zusammenpacken zu einem? Mensch! Wenn ich zwei Stück übereinander setze. Oh, ist ja doof. Hatte ich noch Holz da unten? Ich glaube, irgendwo hatte ich noch mal was abgesetzt, ne? Ah, hier. Schick doch, da schick doch. Zap, 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 zap. Bauen wir uns ein Bötchen. Oh, eins reicht erstmal. So viel Material haben wir auch nicht mehr auf der Halde, dass wir jetzt hier alles verbraten können für sowas. Aber der Baum, der ist schon geil. Der hat was. Ah, Stäbe brauche ich. Nee, nicht Stäbe. Hier, die Zäune brauche ich gleich noch ordentlich. So, dann klatschen wir da einen Glow hin und da einen Glow. Hier kommt unser Bötchen hin, festgemacht. Bleibst du hier? Na doch. Ich glaube, das können wir so lassen. Und dann können wir uns da reinsetzen. Und hui, durch die Gegend schippern. Schippi, schippi. Habe ich die Karte dabei? Ist ja wichtig, ich muss ja auf die Karte gucken zwischendurch. Machen wir so eine kleine Bootstour, machen wir hier mal. Außer jede Menge Viecher und noch mehr Wasser findet man nicht wirklich viel, ne?
Und ordentliche Frame-Drops hier zwischendurch, so wie jetzt. Oh. Ich glaube hier der Kartenaufbau plus die Aufnahme plus nochmal ein extra Programm, um mein Mikro-Gedöns noch jetzt hier aufzunehmen, das verkraftet er auch nicht mehr so gut. Wow, wir haben eine Sandinsel entdeckt. Wuhu! Oh. Oder gibt es hier sogar ein bisschen mehr? Nein, was war denn jetzt? Nein! Warum sagt mir denn keiner, dass das scheiß Boot sich auflöst? Super! Jetzt sitze ich hier auf so einer blöden Insel fest. Oh. Das ist übrigens die Robinson Crusoe Mod. Die wollte ich euch nochmal vorstellen. Die muss so sein. Oder so ähnlich. Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier angekommen? Na, Hut ab. Gott sei Dank haben wir eine Karte dabei, da finde ich wenigstens noch den Heimweg. Hallo, Bäume? Gibt es hier irgendwo einen Baum? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurück zu schwimmen. Oh, hier wird es langsam grünlicher. Also ich bin jetzt hier mit der Situation nicht zufrieden, das sage ich euch ganz ehrlich. Es wäre jetzt ganz amüsant, mal hier irgendwo anders zu sein, aber nein. Nicht vor allem, wenn es jetzt zu dunkel wird. Och Mann. Na, da habe ich uns jetzt einen Bock geschossen. Ich glaube, wir schwimmen sicherheitshalber in der Dunkelheit nach Hause, weil ich weiß nicht, wie wir hier den Tag jetzt überstehen wollen. Beziehungsweise die Nacht. Also mal gucken, welche Richtung wir müssen. Och, hätte ich doch wenigstens einen Kompass dabei. Na, ich glaube, von hier unten ist immer gekommen, ja. Och Mensch, ey, das war jetzt ärgerlich. Ich habe auch keinen Setzling mehr dabei. Ich habe keinen Knochen. Also, da brauche ich ja auch noch Knochenmehl für. Könnte man sich ja wenigstens mal einen Baum hochziehen. Ja, toll. Hier fehlt mir das Holz für. Stellt sich die Frage, gibt es im Wasser etwas, was uns töten kann? Ansonsten bleiben wir hier auf der Erhebung und verteidigen uns einfach erstmal, bis es wieder hell wird. Das kann auch einen Moment dauern, du. Es wird ja gerade mal dunkel. Nur mal kurz gucken, was meine Aufnahmezeit sagt. Auch meine Aufnahmezeit sagt, es geht noch. Busy-Zeit habe ich noch. Oder wir stürzen uns jetzt in die Fluten. Ich hoffe, es kommen jetzt keine Haie oder sowas. Habe ich aber ehrlich gesagt hier noch nicht gesehen. Gut, dann planschen wir jetzt einfach mal wieder dahin, wo wir hin wollten. Also eins merke ich mir für die nächste Bootstour, die wir hier machen. Nehme ich mir gleich zwei, drei Ersatzboote mit.
Weil ich möchte schon gern hier den Kartenausschnitt mal vervollständigen. Das würde mich mal reizen, einfach mal so nur mal da rumzuschippern, mal zu gucken, wo sind die, die Grenzbereiche unserer Insel, die wir zurzeit bewohnen. Was gibt's da noch? So rundum. Generell. Aber diese Karte würde ich gerne hier voll machen. So, so eine komplette Map über. Ja, okay, das geht ja nicht. Das ist ja endlos quasi. So eine Minecraft-Karte, die erweitert sich ja immer, wenn man zum Ende hinkommt, erweitert die sich automatisch wieder ein ganzes Stückchen. Von daher. Alles sehen kannst du, glaube ich, eh nicht. Habe ich auch nicht unbedingt vor, weil das. Ach, das ist mir so anstrengend. Und, oh. Nee. Was heißt anstrengend? Auch nicht unbedingt. Aber. Was das dauert. Oh, da kommt endlich wieder Land. So ein kurzes Stück sind wir nur gefahren mit dem Boot. Wie behindert ist das denn? Ich dachte, da kommt man wesentlich weiter, aber. Und vor allem, warum geht das Boot auf einmal so schnell kaputt? Da baut sich unser riesen Prachthaus da oben auf. Ach so, aus der Entfernung hat das was. Es hat was, ne? Findet ihr nicht? Da planschen wir mal nach Hause. Plansch, plansch, plansch. Haben wir ein ganzes Stück zurückgelegt jetzt, ne? So, nur mal gucken. Okay. Passt. Ich muss hier gerade mal so nebenbei auf meiner Liste gucken, was ich heute noch so alles zu erledigen habe daheim, bevor ich wieder an die Spätschicht flitzen darf. Und ich sehe, zeitlich passt das noch alles sehr gut, wenn ich jetzt so langsam die Aufnahme mal beenden werde. Ach, guck mal, voll beleuchtet mit dem Glowstone. Also das Glowstone ist echt cool. So, endlich wieder da. Was ist denn hier los? 1, 2, 3, 4 Creeper, 4 Bogenschützen und eine Spinne. Ich glaub's ja nicht. Was erwartet mich vor der Tür? Nochmal so ein Aufgebot. Slandy. Slandy ist da. Slandy soll mich in Ruhe lassen. Ich kann nicht schlafen, es ist ein Monster in der Nähe. Toll. Weil ich jetzt so einen blöden Creeper vor der Tür stehen habe, darf ich nicht mehr schlafen gehen, oder was? Komm, dann bauen wir uns oben ein Bett hin. Wenn ich hier unten nicht mehr schlafen darf, nehmen wir uns die 3 Wolle mit. Gehe ich halt oben schlafen, so. Mir auch scheißegal. Wir haben genug Platz in unserem Haus. Legen wir uns hier hin. So, siehste, das geht. Ist ja merkwürdig. Oh, und werden wach und. Oh, guck mal. Da brennt die Nachbarschaft ab. Da hüpfen sie noch draußen noch rum. Hier hinten müssten. Die sind alle direkt ins Wasser gehüpft, die Schweinehunde. Die Schweinehünd. So, was sagt. Jo, ach, jetzt schickt's aber. Ich würde sagen, für heute reicht's erst einmal. Und ich stelle mich jetzt hier so hin, dass ich dran denke, gleich beim nächsten Mal da unten die 2 Holzklötze mit den Fackeln, dass wir die noch gegen Glowstone austauschen. Das sieht nämlich ein bisschen schöner aus. Und in diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen, bedanke mich recht herzlich für euer Zuschauen und
Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Und bis dann sage ich erstmal Tschüss, macht's gut und bis demnächst. Bis dann. Tschüss.